Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute mache ich ein sehr schnelles Salat zum Abend zum Grillen. Und das ist ein Spaghetti-Knoblauch-Salat, weil es wird hier viel Knoblauch dazu gegeben und das schmeckt so richtig schön knoblauchig. Und so sieht er aus. In Zubereitung ist so schnell. In 10 Minuten seid ihr fertig. Und diesen Salat kann man natürlich ein bisschen verfeinern nach unterschiedlichen Geschmack. Kann man Tomatchen reinmachen, Feta-Käse reinmachen, kann man Gurke grob reinschneiden oder saure Gurke reinschneiden oder Paprika reinmachen. Auf jeden Fall nach Lust und Laune. Sogar kann man auch Mais aus der Dose reinmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und würde mich sehr freuen über eure Meinung für dieses Salat. Viel Spaß! Für diesen Salat brauchen wir gar nicht sehr viel Zutaten. Es geht sehr, sehr schnell und schmeckt sehr, sehr lecker. Das Rezept habe ich von meinem Schwiegersohn. Wenn wir mal da zu Besuch, dann hat er das oft dazu bereitet und es hat uns sehr geschmeckt. Die Spaghetti muss man einfach nach Verpackungsanleitung kochen, abschrecken und sozusagen abkühlen. Ich habe jetzt in die Spaghetti ganz bisschen Olivenöl dazu gegeben, nicht mal sogar ganze Esslöffel, dass die nicht so zusammenkleben. Stellen wir an die Seite und werden wir jetzt Dressing zubereiten. Ich zerkleine alles in so ein kleiner Zerkleiner. Dafür brauchen wir Kräuter. Ich habe jetzt mir aus dem Garten gebracht Bärlauch, bisschen sogar Sauerampfer, Pfefferminze, dann noch so ein Knoblauch, Petersilie, Schnittlauch. Auf jeden Fall könnt ihr unterschiedliche Kräuter dazu nehmen. Zum Beispiel auch Basilikum wird hier gut passen und Thymian und Oregano, so wie ihr gerne möchtet. Wenn ihr keine frischen Kräuter habt, dann könnt ihr ein Päckchen von den Gartenkräutern nehmen und die einmischen. Oder nimmt man auch gefrorene. So, erstmal etwas zerkleinere ich die, so grob. Dann habe ich noch hier so eine kleine Mini-Gurke und die werde ich auch nehmen, dass es ein bisschen so saftiger wird. Kann man auch Salzgurke nehmen oder macht man ohne Gurke. Eventuell kann man auch Paprikaschote reinschneiden. So, dann gebe ich noch ein bisschen Zitronensaft, Knoblauch. Wir mögen richtig reichlich Knoblauch, deswegen heißt auch Spaghetti-Knoblauchsalat. Und ganz kurz möchte ich euch gleich zeigen, mein letztes Gläschen, was von letztes Jahr noch übrig geblieben, wie ich es aufbewahre, mein Knoblauch. Schaut ihr, wie sieht er aus? Es ist relativ noch richtig gut. Da. Es fängt natürlich jetzt langsam schon trocknen, aber schaut ihr, mit voller Kraft drücke ich. Alles noch gut. Ja, hier ein paar einzelne fangen die schon zu keimen. Aber es ist ja normal, es ist schon Mai. Kann euch nur empfehlen, euren Knoblauch so aufzubewahren. Einfach in die Gläser, ein Papiertuch oben drauf und irgendwie trocken stellen. Bei mir stehen jetzt Gläser einfach in meinem Abstellraum, wo einfach trocken und dunkel ist. So, weiter geht's mit unserer Dressing. Erstmal zerkleinere ich die Kräuter. Erstmal grob zerkleinern und dann oder nehmt mal Salz. Ich möchte heute probieren mit den Sojasauce. Ich nehme nur so zwei diese Dessertlöffel. Dann ungefähr die Hälfte von dem Becher von Schmand. Es kann man mit Schmand machen, aber kann man auch direkt nur mit dem Öl machen. Da könnt ihr euch anpassen, wie ihr gerne das mögt. Ich nehme gerne Agavendicksaft. Auch diese Dessertlöffel. Für mehr Geschmack natürlich soll hier auch Olivenöl nicht fehlen.
nehmen so ungefähr 2 Esslöffel. Und dann noch die Gewürze, zum Beispiel wie Pfeffer. Ich mag gerne Cayenne-Pfeffer und Chili-Pfeffer, habe ich so einen Mix. Und dann habe ich noch meine getrocknete Mixkräuter, gebe ich auch ein bisschen dazu. Und werden wir nochmal alles kurz verrühren. Das wird schon reichen. Die Soße geben wir jetzt rein. Mein Becher ist so gelb, es ist von Kurkuma. Es dauert noch ein bisschen, bis das alles wird weg. Und jetzt unseren Salat richtig gut verrühren. Lassen wir im Kühlschrank stehen und einfach ziehen lassen. Oh, duftet richtig schön nach Kräutern, nach Bärlauch, nach Minze und nach Knoblauch. Schön viele Kräuter. Natürlich probieren, dass uns nichts fehlt. Salz fehlt noch ein bisschen. Oder macht man noch ein bisschen Sojasauce oder mache ich ein bisschen nur Salz. Sonst im Geschmack alles richtig gut. Jetzt muss ja nur Salat richtig schön kalt werden. Und danach können wir nochmal probieren und abschmecken. So, liebe Freunde, das war's da schon mit unserem Salat. Jetzt lassen wir ihn abkühlen und danach, wie gesagt, kann man viele andere Sachen machen. Ich mache heute ein bisschen noch Feta-Käse und kleine Cocktail-Tomatchen schneide ich hier Viertelchen rein und das reicht schon. Das geht wirklich rucki-zucki und fertig und schmeckt sehr, sehr lecker. So, nach 3 Stunden schauen wir in unsere Schüssel rein und wenn es nötig ist, werden wir auch abschmecken. Es wird auch etwas fester, schaut ihr, weil die Nudeln dann saugen die von der Soße, von Dressing alles rein und wird es etwas so fester. Und wenn ihr mögt, so wie wir, so klitschig ein bisschen ist, dann gebe ich meistens immer von den Sauergurken oder Gewürzgurken, was ich anlege, ein bisschen die Brühe. Weil die ist schon gewürzt und schmeckt dann sehr gut. Und dann wird unser Salat nicht mehr so fest ist. Wenn ihr natürlich keine Sauergurken habt, dass ihr das nehmen könnt, kann man einfach Schluck Milch dazu geben. Oder macht man eine bisschen so eine Gemüsebrühe mit kochendem Wasser und auch dazu macht, dass es wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt. So, es sieht schon viel besser aus. Ich probiere erstmal den Salat nach Gewürze, bevor ich dann Tomate und Feta-Käse oder Hirtenkäse, was ihr nehmt, dazu gibt. Perfekt, muss man nichts was rein. Mein Feta-Käse ist auch noch ein bisschen salzig. Ich habe die so klein gekrümelt. Und jetzt umrühren und kann man an den Tisch reichen. Jetzt besonders, wo jetzt der Grillsaison kommt, passt das sehr gut. Diesen Salat kann man auch abends machen, wenn ihr zum Beispiel zum Mittag wollt es machen und früh hat man keine Zeit. Dann kann man auch abends zubereiten. Kann noch ein bisschen von den Sauergurken mitnehmen. So viel, wie es das euch selber schmeckt. So, und können wir servieren. So, meine Lieben, so sieht unser Salat dann aus. Und schmeckt sehr, sehr lecker. Geht sehr schnell, in 10 Minuten seid ihr fertig. Es geht bei mir immer länger, weil ich habe Kamera an. Aber bei euch wird das viel, viel schneller gehen. Bis das Nudeln kochen, da könnt ihr schon Dressing machen, zusammen mischen und kalt stellen zum Ziehen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!